dann greife ich hinzu. Fangen Sie an. Okay. Wie hat sich die Wiedervereinigung auf Hessen ausgewirkt? Sehr gut. 40 Jahre Teilung zwischen Deutschland und Deutschland heißt auch zwischen Hessen und Thüringen. Ich kann mich noch erinnern, als die Grenze, die Mauer und Stacheldraht quer durch die Häuser anlag. Da waren auf der einen Seite die Oma und auf der anderen Seite Enkel. Keine Chance, zusammenzukommen. Das muss man sich immer mal vorstellen. Deshalb für die Menschen, jetzt gerade im Grenzgebiet, hat sich das extrem gut ausgewirkt. Das Zweite, wir haben ja früher den sogenannten Zonenrand gehabt, also wirtschaftlich schwache Gebiete. Mit dem Fall der Mauer, der Grenzöffnung und der Wiedervereinigung ist das mitten ins Zentrum Deutschlands gekommen und hat eine wirtschaftliche Superentwicklung. Natürlich, wir haben sehr davon profitiert. Mhm. Aber das Wichtigste ist, die Menschen haben davon profitiert, aber wir haben auch wirtschaftlich profitiert und damit in Summe unser Land. Hm. Wann waren Sie das erste Mal in den neuen Bundesländern? Was ist Ihnen direkt aufgefallen? Also es ist schwierig zu beantworten, weil also A, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern und B, habe ich das jetzt nicht irgendwie als, das sind jetzt die neuen Bundesländer irgendwie wahrgenommen. Also das war für mich nie, also ich hatte nie im Kopf dieses Ost-West-Denken. Das finde ich prima, dass das so ist. Ja, das wollen wir ja immer. Ja, ist, aber ich weiß, dass es kein Privileg ist. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also zu wissen, also ich bin hineingeboren worden in ein wiedervereintes Deutschland. Ich bin hineingeboren worden in ein Europa ohne Grenzen. Und ich weiß, dass es ein Privileg ist, dass das nicht alle Menschen so erfahren dürfen. Und ich weiß auch, wie wichtig es ist, immer wieder dafür zu kämpfen, damit es auch so bleibt. Was können wir aus dem Thema Mauerfall und Wiedervereinigung für die heutige Zeit lernen? Eine ganze Menge kann man lernen. Nach dem Krieg war die Folge eine Teilung in Ost und West. Wir hatten das Glück, dass wir die Chance erhalten haben durch die Amerikaner. Wir haben uns ja nicht selbst von den Nazis befreit, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen. Mit Demokratie und Freiheit. Ich bin 51 geboren. Ich habe nie Krieg erlebt, nie Vertreibung, nie Hunger. Wir haben immer nur nach vorne blicken können. Ihre Generation kennt gar nichts anderes. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang hatten diese Chance nicht. Sie sind von einer Diktatur in die andere gekommen. Die waren unterschiedlich. Aber am Ende waren sie gekennzeichnet vom sozialistischen System. Und was wir lernen können, ist, als die Menschen ihre Angst verloren und den Mut hatten, für ihre Freiheit einzutreten, ist dieses System, das ja nur von der Zwang und von Angst zusammengehalten wurde, zusammengebrochen. Weltpolitische Umstände von Gorbatschow bis Bush Senior haben uns natürlich geholfen. Aber der Kern war die Freiheit der Menschen. Und Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer. Und nicht selbstverständlich. Wenn sich alle zurücklehnen, dann ist sie bedroht. Und das, was wir lernen müssen, ist, oder was wir wachhalten müssen, dass eben Freiheit und Demokratie keine Helden mehr braucht, aber engagierte Demokraten. Ja, was verbinden Sie auf persönlicher Ebene mit der Wiedervereinigung? Naja, also ich bin geboren worden, 17.09.1989, zwei Monate ist die Mauer gefallen und die Wiedervereinigung habe ich. Also sie ist quasi Bestandteil des Beginns meines Lebens. Haben Sie ein Lieblings-Ostprodukt? Ja, Spreewaldgurken, das überrascht jetzt sicher. Und früher haben wir gerne diese Adventsbogen aus dem Erzgebirge gehabt, also schon vor der Wiedervereinigung. Dann auf gute Zeit. Ciao. Macht's gut.